Ja, KI macht es möglich, alte Bilder genau zu beobachten. Schauen wir uns mal das Mondlandungsgerät an. Super Space Tape, Klebeband und dass das Papier hier zusammenhält. Ja, das ist überragende Technik. Die NASA hat es zerstört, warum auch immer. Vielleicht, weil hier so viele Lücken sind, die die Astronauten vor der harten Umgebung des Universums schützen. Ja, hier haben wir noch mehr Alufolie. Wieso sollte die NASA das zerstören? Und ja, in dieses Gerät hat sogar der Mondlandungsbuggy hineingepasst. Und die Astronauten. Also das ist wie Snoopys Haus. Innen drin ist viel größer, als das von außen aussieht. Hier zu sehen. Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zurück. Heute erforschen wir weiter die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond und natürlich weiter die Bücher von Vibes of Cosmos ins Deutsche übersetzt. Ja, Thema heute, der Atem der Erde, das pulsierende elektromagnetische Feld der Erde. Ja, ein weiteres Puzzlestück, faszinierend zu unserem Planeten. Seid gespannt, viel Spaß, los geht's. Teil 45, Schwingungen des Kosmos, eine Übersetzung der Bücher Vibes of Cosmos. Für alle, die jetzt erst einschalten, dieser Teil oder alle Teile bauen auf die vorhergehenden Teile auf. Das heißt, fürs richtige Verständnis muss man sich einfach die vorhergehenden Teile auch angeschaut haben. Es würde reichen, wenn man von dem ersten Teil des Buches, hier Buch 5, anfängt. Das ist eine mögliche Variante. Ich empfehle natürlich, alle Teile anzuschauen. So weiß man dann auch, worum es hier geht. Das pulsierende elektromagnetische Feld, der Atem der Erde. Das pulsierende elektromagnetische Feld, erzeugt von Sonne und Mond, beeinflusst die Wassermassen der Meere und die Luft, ähnlich wie bei den Gezeiten. In Höhlen wird dieses Phänomen besonders deutlich, wenn der Wind mal von unter der Erde nach außen und mal von außen nach innen weht, wodurch die Höhle gewissermaßen zu pfeifen scheint. Die Frage nach der Herkunft und Richtung dieses Windes ist faszinierend. Tatsächlich gibt es in der Erde viele innere Hohlräume im Boden und Untergrund, die beträchtliche Mengen Luft in trockener oder feuchter Verdampfungsphase enthalten. Abhängig von den sich periodisch ändernden atmosphärischen Druckbedingungen entstehen vertikale Strömungen, mal von unten nach oben, ähnlich dem Aufsteigen von Dämpfen, und mal von der Oberfläche zum Untergrund, wie bei Ebbe. Diese vertikalen Strömungen, die trocken oder feucht sein können, erzeugen je nach Richtung Winde aufgrund des atmosphärischen Drucks. Trockene Dämpfe aus den Elementen des Feuers steigen in die Ionosphäre auf und kreieren himmlische Phänomene. Flüssige Dämpfe hingegen bilden Wolken und starten den Wasserkreislauf mit Regen. Sinken trockene Dämpfe ab, sammeln sie sich in unterirdischen Hohlräumen an, womit die Gefahr der Sättigung und Entzündung einhergeht. Flüssige Dämpfe, die abwärts gehen, sammeln sich in Gruben im Untergrund an und bergen die Gefahr einer Explosion durch Kompression und Reibung mit trockenen Dämpfen, möglichen unterirdischen Wasser und der Reliefstruktur des Hohlraums. Wie bereits in Buch 4 festgehalten, beeinflusst dieses Phänomen Pflanzen, Fische und Tiere im Allgemeinen. Der Mond favorisiert den oberen Verlauf von Neu- bis Vollmond und den unteren Verlauf von Vollmond bis Neumond. Der Sonnenübergang vom Meridian jeder Region begünstigt den oberen Verlauf, während der Mondübergang vom Meridian den unteren begünstigt. So wird deutlich, dass eine untrennbare Verbindung zwischen dem pulsierenden kosmischen elektromagnetischen Feld, dem Luftdruck und der Entstehung von Winden entsteht. Auch in diesem Teil sehen wir wieder, wie das elektromagnetische Feld, also der Atem der Erde, ja, so ziemlich alles beeinflusst auf diesem Planeten. Über Druckmechanismen, die Dichtemechanismen, und ja, dadurch entstehen die Winde durch die verschiedenen
Dämpfe und trockenen Ablagerungen in der Erde. Und was hier beschrieben wurde mit Reibungen und Explosionen, das ist der Schlag zu den Vulkanen und Erdbeben, zu denen wir im nächsten Teil kommen. Und die Phänomene, die nach oben steigen, bilden ja den Regenkreislauf, Winde etc. Und die Elemente, die über die Ionosphäre nach oben steigen, also über den Mond, also in den superlunaren Bereich, dort entstehen dann die Sternschnuppen, also quasi Feuerphänomene. Die hatten wir in einem vorhergehenden Teil mal behandelt. An dieser Stelle danke ich euch recht herzlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen. Schaut mal in die Kommentare, in die Videobeschreibung und lasst einen Daumen nach oben da. Das freut mich immer sehr. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.